Nun lernen wir, der Mond ist aufgegangen, zu spielen. Herzlich dazu eingeladen sind auch alle Tiefen, also die Bässe und die Tenöre und auch alle Jungbläserinnen und Jungbläser. Jetzt habe ich ein vorgelagertes Video noch gemacht, Homeprobe 6. Da erkläre ich, wie die Töne heißen und wie die Griffe lauten und die Plätze auf der Posaune. Lasst uns nun spielen. Sucht mal den Schluss des Liedes. Der weiße Nebel, wunderbar. Das klingt so. Das wollen wir spielen. Der weiße Nebel, wunderbar. Einmal gemeinsam. Ich zähle zwei Takte vor. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Ruhig gleich nochmal. Wir rutschen weiter vor. Der Text lautet, und aus den Wiesen steiget. Und dann können wir unseren Schluss schon mit dran spielen. Und aus den Wiesen steiget. Zusammen klingt das so. Gemeinsam versuchen. Eins, zwei. Solltet ihr eher fertig sein als ich oder länger brauchen als ich, dann nehmt mein Tempo bitte deutlicher auf euren Fuß. Wir wandern weiter vor. Der Wald steht schwarz und schweiget. Und dann das, was wir schon geübt haben, mit dran. Gleich gemeinsam versuchen. Das ist dieser Anfang von Der Mond ist aufgegangen. Der Mond ist. Und die gleiche Stelle hier nochmal. Der Wald steht schwarz und schweigt und so weiter und so fort. Achtung, Tempo. Eins, zwei. Das nächste Stück, am Himmel hell und klar, dann eine Viertelpause, auch so ein Grund, warum man nicht gleichzeitig am Schluss ankommt. Die Viertelpause und dann der Wald steht schwarz und schweiget und der ganze Rest, den wir schon geübt haben. Am Himmel hell und klar, das ist unsere neue Anfangsstelle. Wieder ein A, 2 und auch auf der Posaune 2. 1, 2. Wunderbar. So schnell lernen wir ein neues Lied. Und nun nehmen wir den ganzen Anfang mit dazu. Und wenn ihr mal schauen wollt, bei der Textstelle Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget, das sieht doch genauso aus wie der ganze Anfang. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen. Können wir also schon. Wunderbar. Lasst es uns gemeinsam versuchen. Von vorne, das ganze Lied. Eins, zwei.
war ja schon großartig. Solltet ihr hier und da noch ein bisschen Angst haben oder noch nicht ganz so durchgekommen sein, ist das ja kein Problem. Spult einfach das Video zurück oder schaut es noch einmal ganz von vorn und übt nochmal alles kräftig durch. Ich hoffe und freue mich darauf, von euch zu erfahren, wie gut das Balkonsingen bei euch schon klappt. Im nächsten Video spiele ich einfach mal Der Mond ist aufgegangen, die 7 Strophen, wie sie im evangelischen Gesangbuch abgedruckt sind, auf der Orgel. Das könnt ihr dann als Begleitung verwenden, wenn ihr mal nicht blasen wollt, könnt ihr einfach die 7 Strophen mal singen. Sehr interessanter Text. Oder ihr spielt dazu mit eurem Instrument und habt noch ein bisschen Begleitungsgedudel. Bis dahin!